Pandaria hat eine neue Version eingeführt. Sie haben einen ordentlichen Sprung gemacht, was die Nummer angeht. Von 2 auf 3. Ob der Sprung bei den Features genauso groß ist, schauen wir uns jetzt mal an. Während ich das Paket herunterlade, schon mal ein paar Infos. Zum Download geht's natürlich über den Link in der Videobeschreibung. Die Jungs von Pandori bitten einen um eine kleine Spende und ich finde, einen Kaffee haben sie sich auf jeden Fall verdient. Aber für das Video hier stelle ich den Preis auf 0 Euro und gehe weiter. Hier steht, dass man den Mini auf 60 Hertz drehen soll. Das machen wir gleich, wenn wir den Mini anschmeißen. Sonst gibt's nicht mehr viel zu sagen. Den Thumbnails Pack hole ich mir ebenso, die anderen Pakete bei Bedarf. Sie empfehlen Rufus, um den USB-Stick zu formatieren, was ich sowieso schon habe. Wenn der Download erledigt ist, geht es selbstverständlich sofort ans Entpacken. Ach ja, übrigens ist die neue Version korrekterweise die 3.1 und nicht nur die Nummer 3. Danach rufe ich schon Rufus auf und lasse mir den Stick FAT32 formatieren. Dazu wähle ich aus, dass er nicht startfähig ist. Im Prinzip funktioniert das mit Sticks, die bis zu 32 GB Speicherplatz haben, auch noch mit Windows selber. Nur für größere müsst ihr zu solchen Tools greifen. Danach kopiere ich das komplette Pandori-Verzeichnis auf den Stick. Das Verzeichnis der A500 muss ebenso auf den Stick. Das ist von Retro Games Limited und liegt auf deren Homepage zum Download bereit. Unter Products den A500 Mini auswählen. Es öffnet sich eine weitere Seite, auf der ihr oben Support anklickt. Jetzt kommen ein paar Möglichkeiten, bei der ihr Installing the A500 WHD Load Package selektiert. Auf der nun erscheinenden Seite dann noch den Download-Link auswählen und die Datei erscheint in einem Google Drive, bei dem ihr rechts oben auf das Download-Symbol klickt. Ein weiter Weg, aber der Link in der Videobeschreibung verkürzt den deutlich. Ich habe ja zudem ein paar optionale Pakete heruntergeladen. Den Thumbnails-Pack kopiere ich entsprechend in das Unterverzeichnis pandori-fs. Außerdem gibt es noch die Emulatoren Weiß und Cesarux, die beide in den Ordner pandori-user-config-retroarch-system gehören. Das sind optionale Geschichten, die man nicht machen muss. Genauso wie Command & Conquer, das ich hier gar nicht heruntergeladen habe, weil ich das am Mini eigentlich sowieso nicht zocken werde. Tja, und dann bin ich auch schon fertig und kann den Stick auswerfen lassen und anschließend in den Mini reinstecken. Nach dem Start navigiert man zum USB-Stick und dort ins Pandori-Verzeichnis. Da sind dann ganz viele Dateien, die gestartet werden können. Oben ist das bekannte Pandori und darunter sind nun einige Games und Emulatoren direkt auswählbar. So kann man Doom eben direkt starten oder Quake oder Duke Nukem. Gleiches gilt für die Emulatoren wie DOSBox oder Flycast etc. Außerdem existieren noch spezielle Anwendungen wie ein BBS-Client, also quasi das Internet von früher, und ein Mod-Tracker und ein Mod-Player für die Musikfans unter euch. Wenn ich nach rechts gehe, kommen noch ein paar Seiten mit weiteren Programmen, vor allem ist das aber der Weiß-Emulator. Ich starte jedoch erstmal Pandori 500 selbst. Dort zeigt sich das gewohnte RetroArch-Menü. Ich scrolle einfach mal nach rechts durch und ihr seht schon die ganzen Konsolen und Systeme, die zur Verfügung stehen. Pandori hat hier nur kostenlose Games mit dazugenommen, um nicht gegen die Lizenzbestimmungen zu verstoßen. Verständlich. Ich probiere jetzt einfach mal R-Type Reloaded auf dem Amstrad aus. Geht natürlich. Sieht aber irgendwie nicht so gut wie auf den Commodores aus. Egal, weitere Tests. Als nächstes schaue ich mir noch die neu hinzugekommene Konsole Pico 8 an. Die gibt's ja nicht real, sondern ist nur in Software umgesetzt. Birds with Guns heißt das Spiel und so ganz verstehe ich noch nicht, was ich zu tun habe. Naja, weiter im Text. Ein Media Player ist auch mit dabei und sogar schon mehrere Videos. Ich spiele mal eins ab und, ja, das ist mal was ganz Spezielles. Ich will nicht wissen, wo das endet. Vielleicht lieber noch am Mega Drive Old Towers spielen. Ach man, ich wollte ja noch auf 60 Hertz umstellen. Das mache ich jetzt sofort. Entsprechend im Amiga Mini Karussell auf Menü drücken und dann zu den erweiterten Optionen navigieren. Dann noch die Monitoreinstellungen auswählen und dort auf 60 Hertz umstellen. Das war's, jetzt sollte alles schneller laufen. Damit kann ich jetzt eine Runde Quake wagen. Und ich muss sagen, das läuft sehr flüssig. Das haben die Jungs echt gut gemacht. Okay, das habe ich jetzt sogar aus dem Menü heraus gestartet und es läuft flüssig. Der direkte Start der Spiele oder Emulatoren soll wohl nochmal etwas an Performance bringen, weil die Entwickler bei dieser Version speziell darauf geachtet haben. Also probiere ich mal die DOSBox aus. Ah, Wacky! Das ist bestimmt Wacky Wheels. Das habe ich früher mal eine Weile super gern gezockt. Dafür kann ich jetzt wieder das Gamepad nutzen. Vorhin bei Quake war Tastatur und Maus notwendig. Okay, die meiste Performance wird hier wohl nicht nötig, deshalb versuche ich mal Duke Nukem. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier weiterkomme. Schon ewig nicht mehr gespielt. Aber es läuft jedenfalls tadellos. Im Nachgang habe ich dann festgestellt, dass meine Aufnahme-Hardware hier so Streifen erzeugt, die ich an meinem Bildschirm nicht habe. Also lasst euch davon nicht irritieren. Jedenfalls ist das ein klasse Spiel und die Geschwindigkeitsoptimierungen, die Pandori hier vorgenommen hat, zahlen sich offensichtlich aus. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, wie gut es vorher gelaufen ist. So, was noch?
Das DWS-Terminal kann ich ja mal starten, aber ehrlich gesagt habe ich nicht die leiseste Ahnung, was genau man damit machen kann. Naja, sowas wie unser BTX von damals vermutlich. Ja, so sieht es auch aus. Man kann sicherlich Daten austauschen und vielleicht sogar direkt miteinander kommunizieren. Aber einen Account lege ich jetzt nicht an. Ich denke, ihr habt einen Eindruck davon gewonnen. Dafür starte ich jetzt noch den OpenCubic Player. Mal sehen, wie der so aussieht. Okay, ebenso textbasiert. Ups, da habe ich wohl die falsche Taste gedrückt und bin rausgeflogen. Ah, deshalb vielleicht. Ich habe ein Easter Egg aktiviert. Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich gedrückt habe. Okay, jedenfalls spielt jetzt die Musik. Sehr gut. Allerdings möchte ich doch wissen, was das für ein neuer Emulator ist. Ergo, zurück ins Menü. Da ja im Pandori-Folder dran stand, denke ich, dass es direkt auf dem USB-Stick liegt. Mal sehen. Okay, also ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Emulatoren schon vorher mit in dieser Liste waren. Aber mal schauen. Eigentlich kann ich da nichts Neues entdecken. Die vielen Weiß-Varianten waren doch auch schon vorher aufgeführt, oder? Na gut, ist mir jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, weil ich keinen Emulator vermisse. Da sind alle mit dabei, die ich gerne mal ausprobiere und ein Spielchen wage. So, jetzt starte ich mal den Dreamcast-Emulator, um dabei die Performance auszuloten. Ich vermute, dass der Emulator durch einen direkten Start ein wenig schneller läuft. Wenn RetroArch im Hintergrund noch aktiv ist, könnte das Performance kosten. Aber hier ist natürlich nichts zum Zocken da, ich muss erst Spiele auf den Stick kopieren. Also Stick in den PC und die passenden Games herausgesucht. Ich kopiere die einfach in das Verzeichnis pandori.roms, beziehungsweise dort in das entsprechende Unterverzeichnis. Das habe ich gleich noch mit PSP-Spielen gemacht, weil die vielleicht sogar noch etwas mehr Leistung benötigen. Dann wieder zurück zum Amiga Mini und da fällt es mir dann wie Schuppen von den Augen. Der Atari 800 Emulator kam dazu. Vielleicht, weil Retro Games Limited gerade den Atari Mini herausgebracht hat. Über den berichte ich demnächst übrigens auch mal wieder. Aber mich lächelt hier gerade der PSP-Emulator viel mehr an. Na dann starte ich den doch gleich mal. Hier muss ich noch das Verzeichnis festlegen, in dem die Spiele sind. Aber das .roms ist nicht zu finden. Schade. Aber natürlich kein großes Problem, muss ich halt nachher am PC die Games in das Hauptverzeichnis verschieben. Dann probiere ich einfach zuerst ein Dreamcast-Spiel aus. Also Flycast gestartet und nach kurzer Zeit bin ich im Emulator und die Spiele werden direkt schon angezeigt. Super. Also eine Runde Daytona USA zocken. Beziehungsweise mehrere Runden. Und das läuft flüssig. Keine Lags, keine Soundprobleme. Das scheint die Hardware des Mini ziemlich gut stemmen zu können. Und wenn ich mich richtig erinnere, war Daytona USA schon ein Spiel, das die Dreamcast gefordert hat. Danach habe ich dann, wie gezeigt, die PSP-Games noch in das Hauptverzeichnis geschoben und nochmal den Emulator aufgerufen. Jetzt kann ich in das Hauptverzeichnis wechseln und dort in meinen neu erstellten PSP-Ordner. Ich nehme einfach mal Dexter. Und endlich kann ich mit dem PSP-Spielen beginnen. Das Game läuft ziemlich gut. Ich denke, für die 3D-Darstellung ist schon etwas Leistung notwendig. Wenn ich mir noch die FPS anzeigen lasse, dann komme ich hier auf ca. 30. Nicht perfekt, aber schon okay. Doch dann habe ich noch Resistance Retribution getestet. Und das Game war mit den normalen Einstellungen nicht zu spielen. Vermutlich kann man die noch optimieren, aber vielleicht muss man ja auch gar nicht die leistungshungrigsten PSP-Spiele am Mini zocken. Ich finde es trotzdem beeindruckend, was mit dem Mini inzwischen alles möglich ist. Gerade Pandori hat da eine ganz neue Dimension aufgestoßen. Das ist echt genial. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mir nicht sicher bin, inwieweit ich diese tollen Features nutzen werde. Für mich ist der Mini halt ein Amiga und eigentlich will ich damit nur Amiga-Dinge machen. Für die anderen Konsolen nutze ich dann doch eher eins meiner vielen anderen Gerätschaften. Dennoch, das Spiel hier rennt wie Sau und mehr ist dann zur Performance auch nicht mehr zu sagen. Ein letztes Feature sei noch erwähnt. Sie haben es wirklich möglich gemacht, ein Linux-Terminal zu öffnen. Damit kann ich dann das darunterliegende Linux beliebig nutzen. Okay, klar, das ist natürlich ganz schön abgespeckt, sodass ich hier mit Sicherheit kein vollwertiges Linux am Start habe. Aber dennoch ist das eine coole Sache. Wenn ich das richtig gelesen habe, wäre es damit sogar möglich, von Remote auf den Mini zuzugreifen und Dateien von meinem PC aus auf den Stick zu transferieren. Das macht bei den diversen Konsolen vielleicht noch Sinn, aber bei Amiga Games ja schon fast nicht mehr. Schließlich ist gerade eine neue Version von AGS 2 herausgekommen und die hält ja ziemlich viele Spiele bereit. Entsprechend schaue ich mir das die nächsten Tage mal an und werde darüber berichten. So, die wichtigsten Neuigkeiten habt ihr definitiv gesehen, aber wir machen einfach noch schnell einen Abgleich mit der GitHub-Seite, damit ihr auch kein Feature verpasst. In der 3.1er Version gab es nur ein paar Bugfixes und den Joystick als Eingabegerät für den Spektrum. Die 3er Version hat da schon mehr zu bieten, wobei es eigentlich nur Updates der jeweiligen Softwaremodule und Geschwindigkeitsoptimierungen sind. Und eben die besagte Pico-Konsole sowie der Musikplayer. Den Internetzugang hatten sie meines Wissens schon in der vorherigen Version, aber vielleicht war das nur mit einem Mini-Miga möglich. Ah, und HD Quake ist jetzt dabei, also Quake in einer besseren Auflösung. Naja, und dann noch die einzelnen Emulatoren, die man direkt aufrufen kann. Nicht zu vergessen den Soft Shutdown, der den Amiga Mini nun sauber runterfährt. Nice.
Nun, Pandori 3 ist eine tolle Lösung, die den Mini zu einem wundervollen Multi-Emulator mit Amiga Workbench und Netzwerkunterstützung macht. Seit der Vorgängerversion hat sich zwar nicht so viel geändert, aber wer den Amiga Mini besitzt, der sollte sich Pandori auf jeden Fall mal anschauen. Und genauso solltet ihr euch dieses Video anschauen, da zeige ich euch, wie ihr ein super Spieleauswahlmenü auf euren Amiga Mini zaubert. Ich werde weiter über den Amiga Mini, den Atari 400 Mini, den kommenden Amiga Maxi und über viele weitere Neuigkeiten aus der Retro-Welt berichten. Also abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst.